Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Plays Lime Ranger. Ja, wie ihr seht, wir sind an derselben Stelle, wie wir uns aufgemacht haben das letzte Mal. Bewaffnet mit ein paar Plots und mit ein paar Hühnchen. Schauen wir mal, ob wir der Wüste einige Sachen entlocken können. So, der Weg ist ja altbekannt und auch sehr weit. Schalten wir am besten mal zu Wasser, um die Details mich nicht ganz so nerven. Oh, was ist das? Guter karamellfarbener Teleporter. Ah, haben wir was Neues bekommen. Okay, brauchen wir jetzt aber nicht. Wäre schön, wenn wir die normalen Materialien für einen hätten. Was haben wir da noch? Guter karamellfarbenes Warp-Depot. Ja, okay, dieselben Sachen in anderen Farben. Aber das hat uns jetzt erstmal nicht so zu interessieren. Das ist alles dann so ein bisschen Spielerei für später. Natürlich soll es auch alles mal schön aussehen, keine Frage. Aber aktuell wollen wir versuchen, unseren letzten Slime, den Tangle-Slime, zu bekommen. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns auf die Wüste machen müssen. So. Wenn ich mich nicht ganz irre, laufe ich gerade sogar richtig. Aber auf jeden Fall werde ich mir irgendwann mal einen Teleporter hier machen müssen. Ist mir einfach zu weit, die ganze Sache jedes Mal zu laufen. So. Allerdings, wenn man das jedes Mal wieder geht, kennt man irgendwann mal den Weg. Ist auch gut. Ich weiß zum Beispiel, dass ich irgendwie rüber muss. In die Wüste. Das heißt erstmal durch das Mitteltor. Und dann rechts. Da oben offen? Schwer zu sagen. Okay, Versuch Nummer 2. Obwohl, kann ich euch. Ihr seid andere Menschen. Schade. Okay. Okay, das Tor ist zu. Das heißt, wir müssen erstmal wieder den Schalter finden. Jetzt wünsche ich mir eigentlich, mein Gedächtnis für solche Sachen wäre besser. Versuchen wir es einfach mal hiermit. So, hat's was gebracht? Ja, ich glaube, ich kann durchsehen. Das war also gut. Okay. Ist auch wirklich immer knapp beim Messen. Na, brauchst du großzügig? Komm, das schaffst du. Du bist gut. Oh, und wir sind drüben. Okay. Jetzt überlege ich noch gerade, das war ja im Gebäude drin. Ich glaube, hier lang. Egal, wenn wir falsch gehen, gehen wir wieder zurück. Okay. Ich behaupte jetzt mal, ich bin nicht verwirrt. Ist das ein alternativer Weg? Okay, da ist das Tor. Das hier kann auch nicht der Tempel sein. Nee, das ist genau genommen Wasser. Okay, wo war der Tempel? Soll es wirklich der da hinten sein? So weit weg war das doch nicht. Hieran erinnere ich mich ganz gut. Hier war ich auf dem Rückweg angekommen. Ach, der ist. Na gut, das lässt wohl keine Alternative zu, außer dass es wirklich der Weg ist.
Auch wenn mein Gedächtnis mir das nicht mehr verrät. Egal, wir gehen jetzt hier lang. Wir werden schon irgendwo rauskommen. Solange wir nicht runterfallen, ist auch alles gut. Leg mich nicht rein, jetzt ist nur ein Kreis gelaufen. Okay, das ist also wirklich eine alternative Route. Na, vielleicht ist es sogar einfacher, als wenn ich jetzt meine Schalter suche. Okay, noch was ein kurzes Überblick. Rechts alternative Route. Geradeaus. Okay, das sieht schon doch eher nach einem Tempel aus. Und da ist auch ein Teleporter. Der wird dann wohl eine Abkürzung sein zur Farm. Den werde ich bei Gelegenheit mal austesten. Ich hoffe, das ist kein Einweg-Teleporter. Allerdings, selbst der würde mir doch schon helfen, wenigstens beim Rückwärtsgehen ein bisschen Zeit zu ersparen. Okay, gefunden haben wir es. Jetzt hoffe ich nur, dass einigermaßen die Plots, die ich mit habe, passen. Und da sind wir wieder in dieser wunderschönen Wüste. Und es sieht schon verdammt heiß aus. Es gab ja letztens ein Update. Da ist jetzt neuer Inhalt nicht so wirklich dazugekommen. Gut, ein paar neue Sachen zum Kaufen etc. Aber allgemein... Okay, sieht auch nicht so verändert aus. Ich habe mich jetzt am Anfang schon gewundert. Ja, hier haben wir ein Blümchen. Aber was wir eigentlich suchen, ist irgendwas, wo wir Plots inserieren können. Okay, wo finden wir was? So Leute, ich glaube nicht, dass ich zum Ranchhouse zurückgehe dafür. Dafür bin ich viel zu weit gelaufen. Das machen wir irgendwann mal so nebenbei. Wir suchen jetzt auf jeden Fall erst eine Möglichkeit, am Wasser zu kommen. Ich setze natürlich voraus, dass ich die Dinger finde und dass ich auch die richtigen mit habe. Ja, sowas müssen wir auch bei Gelegenheit dann mal mitnehmen. Okay, kein Platz dafür. Ah, nee, da runter machen wir lieber nicht. Okay, das ist der Tempel. Wollte ich jetzt zwar noch nicht als allererstes hin, aber na gut. Wenn wir schon mal hier sind, können wir so Hühnchen verfüttern. Hallo, lieber Tangle Slime. Friss. So, da haben wir doch schon mal Tangle Slime. Das war nicht gewollt. Da habe ich irgendeinen Teleporter gesogen. Das war jetzt nicht so toll. Okay. Dann versuchen wir mal ein Problem zu lösen. Erstmal Tangle Slimes parken. Moment, ich wollte euch doch paaren. Ich brauche gar nicht so viele von euch. Ich brauche nun genau nur einen. Oh, ich bin jetzt hier drin. Ja, einer reicht. Der Rest. Ja, ein Baby weg. Wohin?
hinrum. Hör schon, wohin, wo ihr mich nicht stört. Ja, versuchen wir es mal hier. So, dann müssen wir kurz mal die Slimepedia schauen, die Peaksbirne. Peaksbirne. Wo ist er denn? Wird bevorzugt von Derwischs. Schön, habe ich für euch eine Futterquelle. Ja, ich weiß, ihr seid gut drauf. Euch sammle ich nicht ein, dann bleibt ihr nämlich am Leben. Zumindest gehe ich davon aus, dass ich mich da nicht irre in dem Punkt. So, wir brauchen einen Garten. Mit fruchtbarem Boden und Sprinkleranlage. Ja, mehr eigentlich nicht. Das heißt, ihr kriegt bald Futter irgendwann. Da wollte mein Controller ausscheren. So. Wo ist der Tankeslime? Da, okay. Dürfen wir noch nicht so erschrecken. Und die verzwickte Zwiebel, weil ich gar nicht auf welche Vorrat gelegt habe. Schauen wir erstmal kurz nach. Was ist das? Okay, so sieht die aus. Das ist sie nicht. Das ist sie definitiv auch nicht. Das auch nicht. Okay, 7 Stück. Das genügt. Jetzt bin ich ja leider auch gezwungen, da mal ein bisschen Geld zu machen. Okay. Hören wir uns erstmal an, was zu erzählen gibt hier. Ach ja, das kam dazu. So sehen wir aktuell aus. So, super schön. Wen die Story interessiert, der wird sie lesen. Okay. Okay, gut. Dann füttern wir halt erstmal alle durch. Das ist eigentlich so nicht so, worauf ich Lust habe, aber muss ja wohl sein. Ein bisschen Geld auf Vorrat brauchen wir halt immer mal, wenn das schief geht. Ansonsten fängt man quasi ja wieder bei Null an. So, einen lasse ich hier mal liegen. Na, ihr lächelt so schön. Ja, Futter. Du bewegst ja schon ein paar Antoplots mit mir. Ich meine, du willst dann auch eher was finden. Muss doch irgendwo eigentlich noch die Möglichkeit geben, verkürzt zu der Wüste zu kommen. Kann ja nicht sein, dass man erwartet, dass ich das jetzt wieder zurücklaufe, weil ich aussehen in den Teleporter reingehe. So, gucken wir uns schön Hybriden an. Ach, ihr werdet schon werden. Wow, das sieht richtig cool aus. Wie jeder verrückte Wissenschaftler bin ich stolz auf mein Werk. Okay. So, wie sieht's bei euch aus? Ja, davon ein paar mit. Ach, Jäger glaube ich eher weniger.
Münze, die brauchen wir. Dann nehme ich dann nur noch ein paar Pinke mit. So. Das stimmt. Für Hühnchen habe ich eigentlich gar keine Verwendung. Wenn ich einen guten Winkel schieße, dann kriegen die Futter. Wenn nicht, haben die Hühnchen Glück und dürfen leben. Nee, ich schaue jetzt mal, ob ich hier kurz irgendwo noch einen Teleporter finde. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wirklich alles zu Fuß gemacht werden soll in dem Moment. Ich meine, wenn ich hinkomme, muss ich auch irgendwie zurückkommen, ne? Hier ist zum Beispiel einer. Wo bringt der mich hin? Das könnte die Wüste sein. Das könnte sie natürlich, wie wir sehen, auch nicht sein. Okay, das ist ein Hin- und Zurück-Teleporter. Aber ihr wollt doch jetzt nicht mehr ernsthaft sagen, es gibt dafür einen Hin- und Zurück-Teleporter, aber für den anderen, der ist nur hin, wird doch wenig Sinn machen. Ach, Energie, komm, lad dich auf. Danke. Sagen wir es mal so, ich möchte gerne einen Teleporter. Wie sieht es denn hier aus dem Labor? Gibt es da irgendeinen Teleporter? Ja, Peaksburner sieht cool aus. Ach, hier ist sogar auch noch ein Feld, okay. Hä? Okay, da ist eine Kugel versteckt. Ach, ich finde nichts. Was bedeutet das? Genau, sportlich sein, wieder alles laufen. Demnächst als kostenpflichtiges DLC, Teleporter-Update. Nee, noch kleiner Scherz, wir können sie einen herstellen. Wenn die Pumpen und so weiter uns das ganze Material irgendwann mal zusammengesucht haben. So. Den mit. Stimmt, ich kann eigentlich nicht so gut einsagen. Nehmen wir momentan nur mit, was ich eh schon habe. So. Das reicht auf jeden Fall. Demnächst soll ich mir irgendwas Kleines zum Lesen herlegen, so eine kleine Witzfibel oder so, dass ich dann so ein bisschen nebenbei reinschauen und vorlesen kann, während ich diesen Weg gehe, den ihr jetzt wahrscheinlich zum gefühlten 100. Mal mitseht. Und die das Spiel schon länger spielen, vielleicht tatsächlich schon den Teleporter gefunden haben, denken sich, boah, was macht der denn? Warum latscht der denn dauernd da lang? Gibt's doch gar nicht. Ja, wer ihn findet, kann mir gerne zeigen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich laufe hier nämlich auch so unglaublich gern lang. Allerdings ist das ein guter Testlauf, um zu sehen, ob sich bei den Ruinen die Tür wieder resettet hat, also ich sie wieder quasi aufmachen muss. Das wäre eigentlich vielleicht gar nicht so uninteressant. Kann ich der Sache wenigstens was Gutes abgewinnen. Und wieder rechts. Wahrscheinlich kann ich dann vielleicht doch ein Let's Play machen, was wirklich blind heißt. Das heißt, ich mache dann wirklich die Augen zu, weil ich die Wege kenne. Nach 8 Sekunden rechts, nach 5 Sekunden links, kurz stehen bleiben, der Kommentar und so weiter. So. Ah, okay. Das war der Nachteil. Und ich kann nicht mal schieben. Frechheit. Deswegen habe ich es wahrscheinlich aufgemacht. Okay. Das wird wohl bedeuten, dass ich es nicht resettet hat, sondern dass ich es manuell zurückgesetzt habe, indem ich die Tür aufgemacht habe. Allerdings, wenn wir das wissen, können wir das ja sofort benutzen.
Dann müsste die Sache hinhauen. Dum di dum di dum 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 dum. Und aufladen bitte. Und danke. Und weiter geht's. So, jetzt sollte ich mal kurz warten, wie sich die Energie aufgeladen hat, sonst brauche ich gleich einen Fail. Gut, eigentlich könnte man das auch ohne schaffen. Will ich aber nicht schaffen müssen. Ist mir so sicher. Moment. Ah, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ihr kriegt mich aber auch jedes Mal dran. Hä? Und mit dieser Verwirrung. Okay, nochmal zurück auf Start. Ist wahrscheinlich einfacher. Stimmt, ich musste gar nicht hier lang. Sondern... Genau, wir müssen hier lang. Huch. Kleinen Moment. Orientierung. Aha. Aha. Jetzt habe ich es mir natürlich schwerer gemacht, als ich brauche. Okay, da habe ich vor uns versucht abzukürzen, genau, und hier ist der Tempel. Warum gibt ihr mir nicht so viele Abkürzungen zurück? Unglaublich. Die Leute wollen vorwärts kommen im Spiel, nicht rückwärts. So. Die Suche nach den Statuen. Nächste Runde. Waffen mit einem Haufen verschiedener Plots. Okay, eigentlich. Mein Ziel war es ja, den Tangreslein zu bekommen. Hab ich ja geschafft. Kann jetzt also nicht sagen, dass ich daneben lag, aber ich hätte es schon so ein bisschen gern geschafft. Genau den brauche ich hier, okay. Nur Asen mal aufzumachen, weil ich es auch gerne mal gesehen hätte. Okay, ganz am Anfang hier brauche ich also einen Tangle Plus. Den ich verständlicherweise natürlich nicht dabei habe. Au, ich habe dir nichts getan, sei lieb. So, da kommen wir zu dem Tempel. Hier denn irgendwas? Also irgendwo eine Statue. Ja, überall sind hier so Knospen. Das heißt, es muss irgendwo eine Quelle geben. Oder ich muss irgendwo eine Quelle öffnen können, die in Reichweite dazu liegt. Das hier liegt ja zum Beispiel doch ganz schön weit abseits.
Oh, cool. Karten. Ah, okay. Anscheinend Anzahl Schlüssel, die man hier hat. Und Anzahl Kisten. Kann man auch rein und raus zoomen anscheinend. Mhm. Ist ja an sich nicht so schlecht gemacht. Sieht sogar schön aus. Allerdings ist es auch nicht, was ich suche. So, vorsichtig, ohne reinzugehen. Ohne reinzugehen, ohne reinzugehen. Das ist wahrscheinlich ein Tangelplot. Okay, ansonsten liegt hier aber nichts, was meines Erachtens interessant ist. Ja, hier bräuchten wir noch einen Schlüssel. Hätte der eigentlich ruhig rausrücken können, wenn man bedenkt, dass man gleich da eine Tür hat. Okay. Aber es gab doch vom Tempel aus, dachte ich, noch einen Weg. Nehmen wir vielleicht den hier. Irgendwo werde ich doch noch Statuen finden. Hm. Alles so schön verborgen hier. Wie sieht's denn hier aus? Hühnchen, Hühnchen überall. Okay, hier ist wahrscheinlich deine Quelle. Fehlt nur noch das, um sie zu aktivieren. Da! So. Kristall haben wir. Wir müssen nur die ganzen anderen finden. Okay, okay, da lächelt doch schon einer. So. Ja, den dritten habt ihr jetzt versteckt wahrscheinlich, klar. Den finden wir aber auch noch. Finden wir auch noch jetzt. Hoffe ich zumindest. Nee, ist eine Säule. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie weit man gehen muss, damit es noch logisch ist. Okay. Jetzt bin ich ja quasi schon wieder in einem anderen Gebiet. Das wäre für mich jetzt gefühlt schon zu weit weg für den dritten. Ich meine, wir schauen der Genauigkeit halber jetzt hier, aber so was wie Hoffnung habe ich da jetzt nicht direkt. Okay, nochmal zurück. Wir gucken nochmal genauer. Wir könnten ja zum Beispiel weiter hochklettern. Ich hoffe, dass mein Jetpack dafür reicht. Sieht doch relativ hoch aus. Okay, da ich nicht höher komme, soll man da wahrscheinlich auch gar nicht hoch. Okay, hier haben wir einen gefunden. Da oben. Nee, nix da. Hier dürfte mir eh nichts passieren. Aber sehr gut versteckt. Mein lieber Schwan. Komm, komm, komm. Hätte ja klappen können. Okay.
Ach, der war drin. Okay, gibt's noch mehr als drei? Ich dachte, drei hätten gereicht. Doch, das sieht aktiv aus. So, wenn ich jetzt... Okay. Warte, eine halbe Minute Wasser. Da muss man aber sich wirklich schon schnell bewegen und auch Ahnung haben, wo man hin will. Gucken wir mal. So, die ersten paar Sekunden irre ich jetzt noch verrückt hier rum. Und finde die. Wow. Okay. Insgesamt mir immer noch ein bisschen zu unwirtlich, aber immerhin anfangen. Ah, okay. Wow. Das sieht toll aus. So, ein bisschen hoch müssen wir es ja eigentlich auch schaffen, sage ich mir. Wie weit muss ich ran? Okay, sehr weit, lautet die Antwort. Okay, mal sehen, wie schnell wir hier hochkommen. Versuchen wir hier alles wie möglich am Leben zu kriegen. Nee, ist keins. 7 Sekunden noch. Irgendwo hier muss noch eine sein. Okay, vorbei. Aber okay, so. Wow. Das sieht wirklich toll aus. Haben wir ein kleines Paradies geschaffen. Machen wir es aber wie Gott. Wir beobachten unsere Schöpfung mal von oben. Ja. Das sieht toll aus. Okay, damit haben wir eigentlich das geschafft, was wir wollten. Tanneslime haben wir bekommen. Und wir haben jetzt auch ein bisschen Leben in die Wüste gebracht. Und ich würde sagen, für diesmal war das auch genügend. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, viel Spaß beim Zocken.